Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend heute zum Rücken und Bauch. Intensive 30 Minuten. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir brauchen keine Geräte und ganz viel Spaß. Dein Stand etwas weiter als hüftbreit. Deine Arme in die Hüfte stützen. Wir kommen jetzt tief nach unten. Öffne zur rechten Seite. Tief und öffne hoch links. Wechsel tief und schiebe dich weit zur Seite rüber. Tief und öffne. Mit der Ausatmung ziehe dich weit zur Seite rüber. Bringe dein Gesäß in der Mitte schön nach hinten zurück. Sehr gut. Und öffne Back. Und 8, 7, 6. Und öffne die Arme und ziehe hoch. Sehr gut. Halte hinten das Bein schön lang gestreckt und öffne mit der Ausatmung. Erstmal ein bisschen locker im Tempo. 3, 2, einmal mehr. Und bisschen kurz. Locker aus. Linker Fuß kommt vor. Rechtes Bein nach hinten. Arme wieder hoch. Standbein leicht gerollt. Und öffne. Arme wieder schön zur Seite. Brust aktiv raus. Und vor. Mit der Ausatmung. Öffne die Arme, ziehe das Bein hoch und ziehe gerne hinten aktiv auf die Schulterblätter zusammen. Sehr gut. Und die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und einmal mehr. Und löse noch. Lappen wir nochmal schön aus. Und dann kommen wir zur nächsten Übung. Nimm einmal den rechten Arm, die rechte Hand spannt den Hinterkopf. Öffnest die Brust schön weit. So, setz den rechten Fuß zur Seite raus. Und wir öffnen hoch. Und ziehe den Ellenbogen nach unten und das Knie weit hoch. Und hoch. Sehr gut. Und spanne jetzt schön deine Bauchmuskeln an. Sehr gut. Und tief. Und tief. Sehr gut. Und schön nach unten. Ziehen. Die letzte. 8. Gleich geschafft. 7. Sehr gut. 6. Und 5. 4. 3 und noch 2 mehr. Und zieh hoch. Einmal noch. Und Pause. Wir laufen kurz aus. Und wir wechseln zur anderen Seite. Linkes Bein zur Seite raus. Hand einmal schön nach oben hoch. Und wir ziehen wieder. Alle zusammen und setze ab. Zieh und absetzen. Zieh hoch und ab. Zieh. Und ziehe hoch. Seitlichen Partien deiner Bauchmuskulatur jetzt kräftig an.
Strecke anspannen und du ziehst dein
3, 2, einmal noch. Okay, Bein bleibt lang, Arm bleibt lang. Und wir ziehen zusammen. Und öffne. Ziehe. Und öffne. Weit. In die Länge. Mach dich klein. Und zieh dich lang. Sehr gut. Immer schön tief ein und aus. Atmen die letzten 8 noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2 noch. Einmal noch. Und stopp. Und kurze Pause. Sehr gut. So, wir legen uns einmal auf den Bauch ab. Dein Blick schön nach unten gerichtet, in Verlängerung der Wirbelsäule. Einmal Arme anheben. Und wir machen kleine Bewegungen jetzt hoch und tief. Und atmen mal aktiv ein und aus. Und versuche oben schön die Schulterblätter zueinander zu ziehen, den Oberkörper schön hoch. Sehr gut. Halte schön diese Spannung im Oberkörper. Umso höher, umso anstrengender wird das Ganze. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch und stopp. Und einmal kurz alles locker lassen und entspannen. Atme kurz ein bisschen durch. Und dann kommt die nächste Übung. So. Deine Zehen lassen wieder schön kräftig in den Boden drücken. Beine schön lang. So, einmal die Arme schön im 90-Grad-Winkel. Armwinkel anheben. Oberkörper anheben. Wir schieben vor und ziehen ab. Und ziehen. Ellenbogen schön nach unten zu den Sippen. Aktiv in den Schulterblätter zusammenklemmen. Und ziehen. Und zieh. Auch hier umso höher. Der Oberkörper umso anstrengender wird das Ganze. Und zieh. Kräfte zusammen. Und zieh. Halte schön die Spannung oben. Die letzten 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Einmal noch. Und Pause. Sehr gut. Arme nochmal kurz durchatmen. Und dann machen wir natürlich direkt weiter. So, Arme wieder schön nach vorne. Beine schön lang. Diesmal darfst du gerne aber schon mal deine Füße von der Matte durch. Wir halten oben schön die Spannung. So, Arme schön lang nach vorne. Und machen einen Kreis über außen. Schiebe vor, wie beim Schwimmen. Und ran, vor. Dein Blick wieder schön nach unten gerichtet. In Verlängerung der Wirbelsäule. Halte schön die Spannung in der kompletten Bandscheibe und der Gesäßmuskulatur. Oberkörper schön hoch. Tief ein- und ausatmen. Aktiv wünschen Schulterblätter zusammenziehen. Sehr gut. Und noch 8 mehr. Und vor. Sehr gut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch und stopp. Sehr gut. Einmal kurz entspannen und dann geht es natürlich gleich wieder weiter. So,
Oberkörper bleibt schön fest. Und die letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zieh dich hoch. Einmal noch. Und Pause. Und dein Blick folgt wieder. Deine Zehe drückst du fest in den Boden. Aufatmen und Ellenbogen nach unten ziehen. Dein Oberkörper bleibt schön fest und angespannt. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3 und noch 2. Einmal noch. Und stopp. Kurze Pause. Einmal durchatmen. Und dann geht's weiter. Und dann kommen wir auch gleich schon zum Bauch. So, Arme schön nochmal lang nach vorne. Beine lang und einmal Füße anheben. Schön auf Spannung bringen. Arme anheben. Handflächen zueinander schieben. Wir öffnen. Schiebe zusammen. Oberkörper schön anheben, Blick wieder schön nach unten richten. Und schiebe vorne immer deine Handflächen zusammen, aktiv. Und öffne. Vor und öffne. Sehr gut. Und vor. Perfekt. Und die letzte. 8, ganz gleich. Geschafft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch und stopp. Sehr gut. So, dann legen wir uns einmal auf dem Rücken ab. Darfst du gerne schon mal deine Beine in 90 Grad zur Linke angeben. Oben halten, Zehen schön zur Nase ziehen, Bauch schon mal schön anspannen, unter schön auf die Matte drücken, Arme schön nach hinten strecken und wir ziehen uns hoch und lege dich wieder ab. Spanne an, zieh hoch, atme aus. Und hoch. Und zieh hoch. Spannung im Bauch. Spür jetzt deine geraden Bauchmuskeln. Und hoch. Sehr gut. Und zieh dich hoch. Und hoch. 8, 7, 6 und 5, 4, 3. Boom!
So, Oberkörper schon mal anheben. Gerade Bauchmuskulatur anspannen. Öffne deine Ellenbogen schön weit zu den Seiten. Und zieh dich hoch, komm mit Schieben. Zieh dich hoch und mit der Ausatmung ziehst du den Oberkörper nach oben hoch. Und spannst jetzt hier schön die geraden Partien an. Sehr gut. Und hoch. Und hoch. Deine Beine wieder in 90-Grad-Winkel nach oben anheben. Wenn du möchtest, den Oberkörper gerne ein bisschen anheben, dann wird er ein bisschen anstrengend. Und wir tippen immer abwechselnd. Mit den Fersen auf den Boden. Richtig, ein Unterarm bleibt jetzt schön auf der Matte liegen. Und zieh hoch. Ausatmen. Wenn die Ferse abwechselnd, sehr gut. 3, 2, 1 noch und Pause. Einmal kurz entspannen und dann geht es weiter. Wir bauen auf der Übung auf. So, beide Beine wieder nach oben anheben und wir starten die doppelte Variante. Beide Beine runter und hoch. Tief und tief und hoch. Und achte wieder darauf. Der untere Rücken bleibt schön kräftig liegen auf der Matte. Und zieh den Bauchnabel schön nach in den Einzelwirbelsäule. Ausatmen und setze die Ferse tief ab und ziehe hoch. Für 8 mehr. 7. Sehr gut. 6. Und 5. So.
Mal die Hände an den Hinterkopf. Wir öffnen das rechte Bein lang nach vorne. Zieh den Oberkörper gerade hoch. Knie hoch und schieb. Zieh hoch und hoch und schieb. Und zieh das Knie weit Richtung Brust ran. Dann wird es anstrengender. Und zieh hoch. Oberkörper hoch, die letzte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch und stopp. Kurz ablegen. Einmal noch mal kurze Pause und dann haben wir es gleich geschafft. Einmal noch mal Luft holen. So, Hände wieder an den Hinterkopf. Linkes Bein strecken und zieh zusammen und öffne lang. Zieh hoch und hoch. Und hoch, sehr gut. Letzte Übung, dann hast du es für heute geschafft. Und hoch, perfekt. Und hoch. Die letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch und stopp. Sehr gut. So, einmal die Knie zur Brust kurz nochmal ranziehen und einmal kurz einziehen. Nochmal. Zum Stretchen und Entspannen nehmen wir die Arme gleich. Thank you.